Hallihallo, Hallöle, wir haben ein kleines Fertig. Ach, erstmal, oh, ist das zumachen, erstmal hier so ein Stück Papier gönnen. Dann ist ich den Arsch nicht abgewischt, ey. Doch, mach ich doch grad. Ja, oh, schmeiß mal schon hochgezogen. Dreck scheiß da rein, so, und jetzt. Ach, so. Okay. Kleines Minecraft-Special, denn der liebe Möter hat uns wieder was Kleines gebastelt, Kleines Gut, er hat sehr, sehr lange dran gesessen, an dieser Stelle super großes Dankeschön an dich, Moritz. Er hat uns den Painkillers nachgebaut, beziehungsweise das Wort Spielwiese-Stadion, nicht Wortwiese. Nächstes Mal hat schon wieder einen neuen Namen, das Stadion. So. Pat! Du musst aggressiv spielen! Hilfe. Ich guck nicht hin, er ist gar nicht da. Ja, das sind hier die Kabinen, wie man unschwererweise erkennen kann. Und das war das WC gerade eben, wo wir angefangen haben. Duschen. Wobei ich diese Idee mit dem Klopapier hier sehr, sehr genial fand. Ja, die ist wirklich sehr nice. Ja. So, waren wir kurz duschen, endlich mal nach 2 Monaten. Ja. Also du nach 2 Monaten. Ja, ja, ich klar, du täglich. Nach 3. So, die Gaskabine sieht genauso aus. Hier, guck mal, der Bett was kaputt gemacht. Das habe ich hier gerade wieder aufgerufen. Mann, jetzt muss ich wieder alles verraten, ey. So, wie gesagt, hier sieht alles gleich aus, ne? Ist nichts unterschiedlich. Da hat wohl jemand den Klodeckel hier runtergeklappt beim letzten Kacken. Tja. Und hier geht's dann rauf auf Spielfeld. Unser Spielertunnel. Voll Plila, so wie sie es gehört. Panky Plila. Ich mach mal und kurz was. Was? Time Set, geht das hier 20? Naja, ne? Time at, machen wir mal 5000. Funktioniert auch noch nicht ganz. Time at, machen wir 5, 60.000. Wird das nicht mal dunkel? Nee, wird's nicht. Time at 60.000. Ja, so, und jetzt mach dich auf Lex gefasst. Okay. So, jetzt geht erstmal alles aus. Alles aus. Boah, jetzt geht schon Lex, bei mir Lex jetzt schon. Ja, aber jetzt passt. So, und jetzt? Komm. Das ist so geil, wenn das angeht. Jetzt pass auf, ja. Ich muss mich versuchen richtig. Oder Pat, macht's mal an. Okay. Ich positioniere mich. An. Ready? Ja. Und das leckt einfach mega. Alter, mega genial gemacht. Also gefällt sehr gut. Ich finde das richtig, richtig cool, was sich der Moritz ausgedacht hat. Wer stehen da? So, erstmal kurz hier wieder Licht angemacht. Oh. So, und dann fliegen wir doch jetzt mal ein wenig rum. Oder wir zeigen erst das Spielfeld, komm, erstmal. Eben, zeig erstmal das Spielfeld, die Trainerbänke kannst du zeigen, die Tore kannst du zeigen, den einen Spieler, guck mal, da ist Schweinsteiger auf dem Feld. Ja, da war mal ein Witzchen. Da war ein Witz, ja. Nee, aber was sehr schön gefällt, also ist die Idee mit den Zäunen als Begrenzung halt. Jo. Was ich etwas komisch finde, hier kann man durchs Tor schießen und gehen und alles mögliche. Entschuldigung. Was sehr, sehr cool ist, sind oben die Anzeigetafeln. Und guck mal, wir führen natürlich, so wie sich's gehört, mit 1-0. Richtig. Italienischer Fußball hier im Painkillers. So, und wir schauen mal hier oben hin. Hier befinden sich nämlich just in diesem Moment die Kommentatorenkabinen. Da habe ich auch eine kleine lustige Sache gefunden. Viele Kommentatoren, hier wird in viele Länder überstrahlt, ne? Aber ausgestrahlt. Ja, hallo, in 100 Länder mindestens. Ja. Guck mal, hier außen rum alles die Kommentatoren. Nee, das stimmt so nicht. Das ist auch VIP auf der anderen Seite. Waren das auch? Ah, ja, ja, stimmt. Was haben wir denn hier drüben? Warte kurz. Hier haben wir noch mehr Kommentatorenkabinen. Ist ja überhaupt kein Problem. Ja, aber das Ding ist, die sitzen weit genug auseinander. Die überschallen sich nicht gegenseitig. Nein. Hier ist Sky Bundesliga. Marcel Reis hier so am Kommentieren. Ja, ja, schönes Spiel. So, auf einer Seite sind nochmal die Kommentatorenkabinen. Noch mehr. So, dann fliegen wir mal rüber. Ganz leise. Okay, aber nur leise, ja. Guck mal, Schweinsteiger überbrückt das Spielfeld. So, und hier sind dann eben die VIP, der VIP-Raum. Nicht für dich, raus mit dir. Entschuldigung, ja, geht schon wieder. Nee, ja. Seht ihr, wie ähneln leicht den Kommentatorenkabinen? Das waren auch mal Kommentatorenkabinen. Genau, umfunktioniert worden. Richtig. So, und das was, sehr cool gemacht. Was ich persönlich nicht gefunden habe, aber was er mir dann noch erklärt hat, was es hier auch noch gibt. Ja. Ist nicht, doch ist tatsächlich hier, guck mal, richtige Seite sogar gewählt. Komm mal runter. Die ganzen Sachen hier? Wo bist du? Ja, hinter dir. Achso, genau. Hier haben wir nämlich den Fanshop von Den habe ich gefunden, auf Anhieb. Da habe ich mir so einen drauf gewedelt, ne, weil das war sehr, sehr genial gemacht. Guck mal, hier eine Kasse. Die
Kasse. Es ist nicht nur eine Kasse, Pat, es ist die. So, was haben wir denn hier so? Aber alles ausverkauft natürlich, ne? Es ist, die Nachfrage ist gigantisch. T-Shirts, wir haben Fahnen, wir haben T-Shirt Pat, wir haben das T-Shirt Minky, wir haben T-Shirt Möter, was unbezahlbar ist, und wir haben die Wimpel. Was angeblich unbezahlbar ist. Komm, wir rauben die Kasse aus. Warte, ich schau mal kurz, was haben wir denn im Angebot der Woche? Autogrammkarte Patrick Strobel, unbezahlbar, das stimmt natürlich. Ja, hier haben wir noch Poster. Noch ein Poster. Warte mal, ich wollte hier noch das Angebot der Woche zu Ende vorlesen. Poster. Ja, bitte. Das Lied von Bruce, Was ist los mit dir, ist ebenfalls unbezahlbar. Ja. So, was hast du gesagt? Ein Poster in verschiedenen Größen. Und dann machen wir weiter mit Trikots, mit Schals, mit Mützen, mit Jacken, Trainingshosen und Bruce Donnell-Fahne, die wiederum unbezahlbar ist. Ja, so ist das. Da hat er dann sein Kinderschokoladengesicht oben drauf auf der Fahne. So, und wir fliegen mal hier rüber. Was haben wir denn hier? Es ist, was ist das? Der Wurstverkauf. Wurstjörn. Ketchup, Mayo, Senf, Remoulade, 1 Euro teuer. Currywurst, 3,50. Rote Wurst, 2,50. Der Getränkeverkauf ist nebenan. Da brutzelt ja auch alles schön die Küche gemacht. Ja, der Brutzler von Fiesenhof. Die Küche ist schön gemacht, finde ich. Ja. Kasse gibt's hier nicht, okay. Die kassieren hier nicht, das ist alles umsonst. Die Preise stehen nur so da. Zum Getränkeverkauf. Softdrinks 0,5, 3 Euro. 0,3, 2 Euro. Wasser 0,5, 3 Euro. Wasser, nee, 0,5, 0,3, 2 Euro. Bier 0,5, 3,50. Bier 0,3, 2,50. Lohnt sich also nicht, was ich hier sehr nice finde, dass er wirklich dran gedacht hat, denn auch was in die Truhen zu tun. Ja. Kannst du mal deinen Game-Mode ändern? Trank des Schadens! Ja, dankeschön. Gönn ich mir den mal. Yummy. Also, da läuft ein Creeper entlang. Oder eine Creeper-Familie sogar. Ist nicht schlimm. So, was haben wir hier? Der Kartenverkauf. Und die Info ist direkt nebenan. Da hat er, glaube ich, auch die Kisten gefüllt, soviel ich weiß. Muss ja, mit Papier. Jo. Guck mal, wir verkaufen Klopapier als Karten. Da gibt es hier ein paar wenig Ticketstände. Das muss ich auch mal sagen. Ja, aber du hast hier noch rechts hat vergessen, ne? Was ist denn da noch? Die Information! Andi, die habe ich schon gesagt. Was ich aber auf der anderen Seite, genau, das gibt's auch noch. Gott, sind hier viele Monster, ja. Genau, hier gibt's echt viele Monstermöter, hast du jetzt nicht bedacht, ne? Gibt's natürlich noch die Klos. Ja, Klos. Die Toilette weiblich, die weibliche Toilette. Mit dem kleinen Hinweis. Hände gründlich waschen, Pet. Nimm mir mal ein Beispiel dran. So, hier können wir uns wieder ein bisschen Papier drin. Natürlich auch wieder viele, viele Toiletten, was? Sag, hier mal ein bisschen Papier drin. Da gehen wir mal raus und schauen uns mal das Männerklo an. Das fünf Türen hat, ja. Ja. Aber gut, traditionellerweise kommen auch mehr Männer ins Stadion als Mädels. Nein. Auch erneut der Hinweis, Hände gründlich waschen. Ja. So, ich stell mich mal hier rein. Yummy. Ach genau, wir strullern gleich hier im Klo, ne? So ist das Beste. Ah, Struller. Hast du ja alles mitgenommen? So, fertig gestrullert, komm weiter. Gönn dir. So, und das war's auch hier schon alles, was man hier erkunden konnte. Wir fliegen nochmal zurück ins Stadion, wo hier die Monster eben sind, finde ich immer noch sehr lustig hier. Die wollen halt das Spiel sehen, lass sie doch. Von Schweinsteiger, wo ist er denn? Schweini! Schweini, ja! Ah. Aber schon mal abseits, guck mal. Guck mal, hat deine Familie mitgebracht. Ganz eindeutig, mal abseits. Ja, Mensch, eine Familie von zwei Leuten. Ja. Und hier haben wir auch für Leute, die rot vom Platz gehen, haben wir ein Gefängnis. Da wird Bruce auf die Tribüne verbannt. Da wird er hier... Ach ja, schon immer muss ich in dieses Gefängnis. Mann, ich unverbesserlicher Querulant. So, wir fliegen mal nach oben. Kommen wir mal aufs Dach. Wir heben ab. Hier auf die Anzeige. Das hier ist das Stadion Fromse Tapp. Da habe ich einen Bug. Da habe ich auch einen Bug. Ich habe nur Bugs. Aber das muss Arbeit gewesen sein, ne? Ich habe auch mit Möter ein bisschen gesprochen und ja, der hat selbst gemeint, dass das eine Heidenarbeit war. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dass er hier schon einige Minuten drin investiert hat. Ja, aber nur Minuten. In den Painkillers. Was macht Pet da unten? Was heißt da unten? Wo bist du? Bist du noch weiter oben? Über dem Stadion. Schau ihn mir noch etwas genauer an.
Den Stadion. Den Stadion. Wo willst du Zwischen denn hin? über den Wolken. So. Und an dieser Stelle, Pet hat es ja schon gesagt, ein Riesen... Aber hallo, hast du außerhalb des Stadions die Buchstaben gezeigt? Das M. Und das P. Echt? Ich habe nur das M gefunden. Auf der anderen Seite gibt es nur das P. Warte, das zeigen wir natürlich. Ist es auf der langen oder auf der kurzen Seite? Einfach gegenüber. Auf der langen oder auf der kurzen Seite? Was weiß ich. Na gut, dann schauen wir mal. Auf der langen, glaube ich, müsste das sein. Nee, auf der kurzen. Nee, auf der... Ach, was weiß ich. Da auf der anderen Seite auf alle Fälle. Ich bin da schon unterwegs. Komm mit. So, hier ist da das war das M. Ja. Für Minky, glaube ich. Ja, nee, für Moritz. Für Moritz. Und auf der anderen Seite. Schauen wir auch nochmal. Das P für Penis. Und das M für Muschi auf der anderen Seite. Genau. Da ist es. Penis. So. Nimm mal diese schönen Map-Bugs hier. Und das P für Penis. Wunderbar. So wie Pat schon gesagt hat, ein riesen Danke an Möter. Jo. An den Moritz. Für dieses geile Stadion. Dankeschön. Lasst es nochmal auf euch wirken. Der Painkillers, das Spielwiese-Stadion. Da ist unser Stadion von der ersten Minecraft-Staffel nichts dagegen. Richtig. Das war ein Joke. Aber wir waren ganz stolz auf uns. Ja, das existiert aber auch nicht mehr. Das haben wir gelöscht. Alle Beweise sind gelöscht. Ach so, ich dachte, das war ein Special. Nee, alles nee, gelöscht. Das, ja, siehst du mal, Glück gehabt. Alle das Beweise. Das wenigstens nicht verglichen werden. Richtig. Denn unseres war besser. Ja, also deutlich. Ja. Also nochmal, lieber Moritz, großes Dankeschön an dieser Stelle und top Sache. Vielen Dank für die Unterstützung. Genau, Dankeschön. Lasst es auf euch wirken. Wir bedanken uns für euer Zusehen. Genießt den Stadion. Den Stadion. Den okay. Stadion schon wieder. Genießt den Stadion auf den Haupt. Oh, das passt sogar, fuck. Wir sehen uns. In unseren Let's Plays wieder. Tschüss.